Teile der kalifornischen Küste sind rot wegen des seltenen Ereignisses, dass Krabben zu Zehntausenden an den Strand gespült werden. Die Invasion wird auf ungewöhnlich warmes Wetter im Norden des Pazifik zurückgeführt. Der Temperaturanstieg wird nicht für eine Gefahr gehalten. Wissenschaftler untersuchen das jedoch. Anwohner werden gebeten, die Krabben nicht zu essen, denn sie könnten Giftstoffe enthalten. Krabben sind nicht die einzigen Meerestiere, die an der kalifornischen Küste angespült werden. In dem Gebiet sterben auch Wale. Dafür machen Wissenschaftler und Aktivisten jedoch eine ganz andere Ursache aus. Die US-Marine hat einen neuen Plan für ein Manöver mit leistungsstarkem Sonar und Sprengstoffen, die die Wale mit intensivem Lärm bombardieren. Im dunklen Meer ist ein tauber Wal ein toter Wal. Das Gehör ist essentiell für Wale, um Nahrung zu finden und zu kommunizieren. Wissenschaftler sagen, dass das leistungsstarke Sonar, das die Marine einsetzt, die Meeressäuger taub macht. Tatsächlich sagt die Marine selber voraus, dass ihre Systeme in den kommenden Jahren 1000 Wale töten und viele mehr verletzen wird. Unlängst errangen Umweltschützer einen kleinen Sieg, als ein US-Gericht urteilte, dass ein Marinemanöver illegal die Meeresfauna verletzte. Der Vorsitzende des Marine Mammal Protection Projects sagt, das Problem reiche weit über Amerikas Küsten hinaus. Die US-Marine operiert rund um den Globus und einige ihrer Manöver außerhalb der US-Gewässer haben ernste Schäden angerichtet. Erst letztes Jahr gab es während eines gemeinsamen Marinemanövers der amerikanischen, israelischen und der griechischen Marine ein Massensterben von Walen. Es ist unerlässlich, dass in Gebieten, die für Meeressäuger wichtig sind, in Gebieten, die wir kennen, solche Übungen nicht durchgeführt werden dürfen.